Kunstgeschichte, Archäologie und Volkskunde an der Universität. Weil mein Vater, Volker Krämer, dem ich meine Begeisterung für die Kunst verdanke, da mein Vater Journalist, Fotograf bei der Rheinischen Post war. Ach, in dem. Ach, echt? Oh. Ja! Ja. Gebäudesituation, Digitalisierung sind Themen, mit denen sich Museen hier in Düsseldorf intensiv beschäftigen müssen. Ich freue mich wirklich, dass das die beiden wesentlichen Themen sind, mit denen wir jetzt hier vorangehen. Es war eine sehr konstruktive Sitzung in der Findungskommission. Wir haben 5-mal getagt und es ist in der Tat so, dass das Ergebnis einstimmig getroffen worden ist. Eine tolle Herausforderung, die ich gerne annehme. Aber um die wichtigste Frage auch zu beantworten, ich bin 1971 geboren. Und ich bin verheiratet und habe 3 Kinder. Auch wenn ich bislang nie in Düsseldorf gelebt habe, verbinde ich mit dieser Stadt zahlreiche eher nostalgische Erinnerungen zu. Ganz wichtig. Also das theoretisch auf der einen Seite, aber tatsächlich dann auch in der Praxis. Obwohl er einen Düsseldorf-Bezug hat, Gregor Schneiders Cube Hamburg, der große Streit, mein Job war es, in der Hamburger Kunsthalle diesen Kubus zu realisieren. Was mir auch wichtig ist, ist der sozusagen eine verstärkte Zusammenarbeit mit der Akademie. Also da ist die Nachbarschaft, die sozusagen geografische Nachbarschaft, die sollte auch stärker inhaltlich funktionieren. Und dabei auch die Frage nach der Kanonisierung von Kunst stellen. Museen sollten Orte der Neugier sein, des Staunens und Erkenntnis. Wir dürfen uns nicht scheuen, unbequeme Fragen zu stellen und gelegentlich anzuecken, denn mit Blick auf die Museumsarbeit ist fast alles besser als die Sehnsucht nach einem Konsens. In meiner Tätigkeit bemühe ich mich stets vom Besucher her zu denken. Dies gilt sowohl für die Ausstellung als auch für die gesamte Institution.
Denn der Besucher muss im Mittelpunkt der Museumsarbeit stehen, denn für ihn ist das Museum da. Ziel ist es, das Potenzial der gesamten Sammlung auch online zugänglich zu machen und dabei Vermittlungs- und Informationsangebote zu schaffen, die den Museumsbesuch ergänzen und erweitern. Auch mit Hilfe seines Internetauftritts soll das MKB stärker im öffentlichen Bewusstsein verankert werden, um auch auf diesem Weg eine größere Identifikation mit dem Museum zu erreichen. Neben dem uneingeschränkten Zugang und der globalen Teilhabe können digitale Formate zusätzliche Erlebnisse kreieren, die ein traditioneller Museumsbesuch nicht leisten kann. Das gute Foto, das ich mir gewünscht habe. Vielen Dank an mich. Schön stehen bleiben.